Das hier war mal mein Haus. Das Kolosseum der West Virginia University. Meine alte Uni. Studieren, trainieren, spielen. Basketball, das war mein Leben. 4 Jahre lang. Es blieben Erinnerungen. Manche wild. Wie diese. Here we go. 2.3 to play. Danach kam ein Profileben und Spiele für die Nationalmannschaft. Ich brauche einen Ball. Thank you so much. Bitte. Schon ein schönes Geräusch, oder? Ich überlege gerade, ob wir, weil wir standen ja immer hier. Und so für die Hymne. Ich glaube, wir sind von da. Da lag immer dieser berühmte Teppich. Über den ist schon Jerry West reingelaufen, der wird dann mir ausgerollt. Dann läufst du durch, läufst rein, kommst hier hin, schlägst du deine Teammates ab und dann reiht man sich hier halt auf. Die andere Mannschaft steht auf der anderen Seite. Ich glaube, hier standen immer dann solche, ja, ein paar von der Army, ein paar Soldaten mit der Fahne, die Gewehre präsentiert. Im Mittelkreis stand jemand, der die Hymne entweder gesungen hat oder gespielt. Und einmal hatte ich damit ein Problem. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail. Diese Hymne wollte ich nutzen, mich abwenden. Weg von der Fahne und der Politik, die ich in ihr sah. 2003 war das. Die USA waren gerade im Irak einmarschiert. Der Vorwand? Massenvernichtungswaffen. Dahinter das Kalkül interventionistischer US-Politik. Ich erinnerte mich an den deutschen Außenminister. You have to make the case. In einer Demokratie müssen Sie uns überzeugen. Und Entschuldigung, aber ich bin nicht überzeugt. Das ist mein Problem. This is my problem. Meins auch, dachte ich, und wollte ein Zeichen setzen. Doch mich verließ der Mut. Die Einsamkeit, die Blicke. Was würden all die Leute sagen? Und was mein Coach? Also blieb ich stehen, schloss nur die Augen. Protest by Colin Kaepernick knelt instead of standing. Four Miami Dolphins players mimicking Colin Kaepernick. U.S. soccer star Megan Rapinoe, LeBron James, Marcus Peters gave the black examples of football players at Woodrow Wilson High School in Camden, New Jersey. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, "Get that son of a bitch off the field right now! Out! He's fired! He's fired!" Andere sind heute mutiger. Sie verschließen ihre Augen nicht. Aber was hat das mit dem Land gemacht? Dass Amerika unter Trump zerrissen ist, klar. Diese Spaltung, warum auch im Sport? Sollten hier die Menschen nicht zusammenkommen? Und was hat Trump davon? Was hat er im Sport zu suchen? Ich bin unterwegs. Ich will den Dingen näher kommen. Den Fans, den Spielern, den Trainern. Den Wählern, ob Republikaner oder Demokrat. Was denken Sie darüber? Sport und Politik? Und über den Protest, mit dem alles begann. Ein Profi, eine Plattform. Ein Zeichen gegen sinnlose Gewalt, brutale Polizisten und krasse Ungleichheit. Deswegen kniete Profi-Footballer Colin Kaepernick bei der Hymne. 2016. Noch vor Trump. Die Menschen müssen merken, was wirklich in diesem Land passiert. Das Unrecht, für das viele nicht zur Rechenschaft gezogen werden, das muss sich ändern. Andere Athleten knien auch. Proteste im Sport, überall. Auch an den Schulen. That's big. That's big. It's bigger than basketball, right?
Wie hier vor ein paar Tagen. Kaepernick wird von den einen schon gefeiert, als Ikone, ein zweiter Muhammad Ali. Von anderen als Vaterlandsverächter beschimpft, als Antipatriot, der nach Aufmerksamkeit lechzt. Einen Vertrag bekommt er nicht mehr. Aber explodiert ist das Ganze wegen ihm. Nehmt den Hurensohn vom Feld, raus, du bist gefeuert. Unser Land hat halt keinen guten Coach. Wenn er seine Dinge sagt, ist es noch nicht mal mehr überraschend. Es ist lächerlich, aber es macht auch Angst. Das passiert, wenn du die Schule abbrichst, um in der NBA zu spielen. LeBron und Kevin, ihr seid echt gute Spieler, aber keiner hat euch gewählt. Millionen haben Trump gewählt, also lasst das mit dem politischen Kommentieren, oder? Halt die Klappe und spiel. Mein erstes Ziel, Washington. Der Staat, nicht die Stadt. Also der nordwestlichste Zipfel der USA. Gewählt wird hier seit 88 immer demokratisch, weil die meisten Einwohner im liberalen Seattle leben. Aber im Hinterland verändert sich der Ton. Die Farben wechseln. Hier beginnt die Prärie. Trumpland. Das fast überall ist. Rot, das sind die, die bei der letzten Präsidentschaftswahl Trump gewählt haben. Blau ist die Farbe der Demokratischen Partei. Die punktet fast nur in den großen Städten. Dort, wo auch der Profisport zu Hause ist, die Teams der großen Ligen. Anders als der College-Sport, der hundertfach an den Unis das ganze rote Land abdeckt. Bis in die entlegensten Ecken, im Herzland, dort, wo Trump Wahlen gewinnt. In den USA hat der College-Sport ebenso viele Anhänger wie die Profis, auf die nicht jeder hier gut zu sprechen ist. Diese Sportler bekommen einfach zu viel Geld, um so eine Sache zu machen. Ich bin froh, dass Kaepernick jetzt ohne Job dasteht. Willst du in dem Land hier leben, stell dich für die Hymne hin. Das ist das Mindeste. Glauben Sie, dass der Präsident recht hat, sich da einzumischen? Absolut. Ich unterstütze ihn zu 100%. Und er wird auch die nächste Wahl gewinnen. Viele beklagen, er würde oft lügen. Ja und? Sie werfen ihm alles vor. Und ändert das Ihre Meinung? Nein, kein bisschen. Die lügen doch alle. Politiker in den USA werden doch alle von Lobbyisten beeinflusst. Alle haben ihre eigenen Interessen. Aber er sagt halt, dass es so ist. Und dann haben sie versucht, ihn in dieser Geschichte mit der Wahl und Russland zu bekommen. Das haben sie aber nicht geschafft. Und wie gesagt, die lügen alle, das sind Politiker. Und ich habe zweimal für Obama gestimmt, aber Trump hat jetzt meine hundertprozentige Unterstützung, meine Stimme, auch beim nächsten Mal. Macht einen guten Job. Hier regieren die Cougars. Go Cougars! Die Cougars sind das Footballteam der Washington State University, eines der besten des Landes. Ihr Trainer Mike Leach. Leach ist ein Freund von Donald Trump, der gerne die Nähe zum College-Football sucht. Bei einem Wahlkampfauftritt hier standen beide gemeinsam auf der Bühne. Ich rede mal über unsere Beziehung. Er ist ein guter Trainer, guter Mann, gute Familie. Der Uni-Angestellte Leach ist mit einem anderen Trainer der bestbezahlte öffentliche Angestellte des gesamten Staates. $4 Millionen pro Jahr. Seine Spieler verdienen nichts, wie üblich im College-Sport. Der Spieltag ist der ganzen Gegend heilig. Um Pullman herum ist es trist. Ein Kaff wie das nächste. Kulturelles Leben, schon lange Fehlanzeige.
Es ist allein der Sport, der Kneipen füllt, Menschen zusammenbringt und für Höhepunkte sorgt. Bleib uns weg mit der Politik. Heute gucken wir Football. Alle zusammen. Egal, ob du Demokrat, Republikaner oder Unabhängiger bist, wir kommen zusammen und gucken Football. Und als die Spieler damit angefangen haben, weißt du, das schadet dem Football. Das schadet dem Land, ist doch so. Ich jedenfalls unterstütze Trump. Vieles hier erinnert mich an Morgantown, wo ich zur Uni ging. Hier wie dort eine Region mit großen Problemen. Aber auch die Menschen, ihre Herzlichkeit, diese Leidenschaft für die Teams der Universität. Der ganze Staat schaut auf euch, pflegte mein Coach vor dem Spiel zu sagen. Das war nicht einfach dahingesagt. Ein Sieg am Wochenende und West Virginia vibrierte. Und wie bei uns, so hier in Pullman. Die Menschen hören auf ihren Trainer. Sein Wort hat Gewicht. Das sind sie mit ihm. Ja, das war bei dem Vorwahlauftritt. Donald Trump hat Football immer verfolgt. Meine Beziehung zu ihm ist meistens nicht politisch. Protestieren sei schon okay, sagt er. Aber bloß nicht bei der Arbeit. Für Profis also, nicht in der Arena. Bei McDonald's kniete ja auch niemand, so Leach. Außerdem war Kaepernick doch kurz davor, aus dem Team zu fliegen, weil er nicht mehr wirklich gut gespielt hat. Klar war er einmal ganz gut, aber dann, naja, dann kniet er sich halt hin. Recht schnell macht das ganze Land das auch. Ich glaube nicht, dass das seine Vision war. Es war halt was Neues und wurde ein Trend, den andere nachgemacht haben. Ich hoffe mal, dass die alle genauso leidenschaftlich dahinter stehen wie er. Aber ich bin mir sicher, es gibt einige, die das nicht tun, die halt machen, was ihre Kumpel machen. Der Präsident hat die Debatte auf ein neues Level gehoben. Sie unterstützen ihn ja. Nun, ich kenne ihn seit langer Zeit, seit 2004. Und ich unterstütze ihn als Bürger. Aber ich habe jeden Präsidenten unterstützt, weil ich das Amt respektiere. Und ich habe immer gewählt. Wie gesagt, ich habe jeden Präsidenten unterstützt. Ich respektiere das Amt und ich möchte, dass sie positive Dinge für unser Land machen. Vielleicht gibt es ja noch einen Unterschied dazwischen, jemanden zu unterstützen und für ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung zu sprechen. Und Sie sind ja ziemlich offensichtlich eine einflussreiche Person hier. Und wenn Sie dann auf einer Wahlkampfveranstaltung sind, glauben Sie, dass Sie die politische Meinung der Leute beeinflussen können? Nun, vielleicht. Aber wichtig ist hier doch, dass ich da als amerikanischer Bürger spreche und nicht als Footballtrainer. Und ehrlich, ich erwarte, dass meine Meinung respektiert wird, so wie ich auch andere Meinungen respektiere. Thank you. Leach gibt mir zu denken. Er verlangt Respekt, den er den Spielern nicht zugesteht. Das Knien bloß ein Trend, eine inhaltslose Geste. Und lässt sich Leach, der Bürger von Leach, dem Football-Coach, tatsächlich trennen? Halt die Klappe und coache. Das wurde von ihm noch nicht gefordert. Meine Reise geht weiter. Zum Training bei den Tennessee Titans, ein NFL-Team, Profis. Das Team war während der Hymne sogar einmal ganz in der Kabine geblieben. Wegen Ungleichheit, Unterdrückung und Polizeigewalt. Probleme, die auch 2019 noch riesig sind.
Sollten Athleten ihre Bühne nutzen? Das ist großartig, ja. Mir hört doch keiner zu, weil ich keine Bühne habe. Leute sagen, die Sportler sollen das nicht machen, aber wenn sie es nicht tun, wer hört dann überhaupt zu? Du brauchst eine große Bühne, damit Menschen zuhören. Es gibt aber ja auch viele Stimmen, die sagen, dieses Verhalten ist unpatriotisch. Respektlos gegenüber dem Militär oder der Fahne. Beschäftigt sie das nicht? Nein, ich sage Ihnen, was respektlos ist. Dass es erlaubt wird, dass Menschen sterben und niemand etwas dagegen unternimmt. Wenn du also eine Bühne hast, nutze sie. Jeder Athlet ist heute eine Marke. Je authentischer, desto besser. Das verkauft sich gut. Aber wo Identitäten aufeinanderprallen, wo Fans und Sportler anders denken, wo eine schwarze Lebensrealität auf eine weiße trifft, steht ein Stoppschild. Bleibt zu Hause, falls euch die Proteste stören, hatte ein Titans-Spieler zu seinen Fans gesagt. Die Folge: Morddrohungen. Die integrative Kraft des Sports hat scheinbar ihre Grenzen. Auch Joel Casey hatte sich mehrfach an den Protesten beteiligt. Definieren Sie Ihre Rolle als Athlet auch darüber, dass Sie sich zu sozialen Themen äußern? Auf jeden Fall. Jemand ist ja nie nur Sportler. Aber der Sport hat mich in die Lage versetzt, dass ich gehört werde. Und wenn ich die Situation, aus der ich komme, bedenke, wie ich groß geworden bin, so jemand wie ich, der muss was machen. Ich kenne die ganzen Widerstände, weiß, wie schwer es für viele Menschen da draußen ist, weiß, wie schwer der Kampf ist, den wir durchmachen, um dahin zu kommen, wo wir sind. In solchen Umständen aufzuwachsen, das war kein Zuckerschlecken. Nicht so, wie es vielleicht heute wirkt. Wir erleben ja immer mehr, wie die Proteste polarisieren. Werden Sie in der kommenden Saison trotzdem damit weitermachen? Wir vermeiden solche Fragen. Ich dachte... Nein, nein, sorry, keine Fragen. Ja, schon klar. Sorry nochmal wegen der Hymnenfrage. Wir vermeiden alles dazu lieber. Aber wir würden das wirklich gerne wissen. Ja, schon klar, will jeder. Warum so empfindlich NFL? Meinungen, Identitäten, Persönliches, nur wenn es passt. Steht das Geschäft tatsächlich über allem? Oder steckt noch etwas anderes dahinter? Warum wird die Botschaft so strikt kontrolliert? Hey, Johannes. Hey, good morning. Great to How are you doing you. Today? Good to meet you in person. Thank you for reflections like a memoir on my career and then Dave Zirin hat mit einem schwarzen NFL-Star zu diesen Fragen ein Buch geschrieben. Dinge, die Weißen unheimlich sind. Gestern waren wir bei den Tennessee Titans. Die Pressesprecherin hat uns gesagt, wir sollen über diese Themen nicht mit den Athleten reden. Das überrascht mich kein bisschen. Was sagt das über die Liga? Die Liga ist sich sehr bewusst, was diese Spieler politisch machen. Und sie ist sehr auf ihr Image bedacht. Und sie wissen um die Fragen von Rassismus und Identität. Denn das ist das Ding, über das sie keine Diskussion wollen. 70% der Spieler in der NFL sind schwarz, aber sie verweigern den Schwarzen eine Stimme. Es gibt keinen schwarzen Teambesitzer. Integration ist ein Mythos in der NFL. Tatsächlich gibt es weiter Rassentrennung, denn die Menschen auf dem Feld sehen ganz anders aus als die in den Besitzerlogen. Die aber spenden massiv an Trump und würden sich ihm nie entgegenstellen. Das macht sie nervös, denn er ist ihr Kandidat, er ist ihr Mann in Washington. Zirin dürfte einen Punkt haben. In den vier großen Ligen gibt es mehr als 100 Profiklubs in den USA. Die meisten gehören einem Besitzer, manche einem Konsortium. Diesen Besitzern gehört der US-Sport. Nur einer ist schwarz. Im Wahlkampf 2016 spendeten fast alle an die Republikaner. Mehr als 22 Millionen US-Dollar. Am meisten aus dem Football.
und insgesamt 10-mal so viel wie an die Demokraten. Spenden, die sich die Besitzer gerne leisten. Profisport ist ein verdammt gutes Geschäft. Siren erzählt mir von den Geldern des US-Verteidigungsministeriums. Das zahlte der NFL mehr als 5 Millionen Dollar, damit das Militär bei Spielen und Hymne geehrt werde. Seitdem der organisierte Sport in den Vereinigten Staaten existiert, gibt es den Versuch, ihn an den Krieg zu knüpfen. Auch etwa beim Baseball. Als die USA die Länder der Karibik militärisch besetzte, wurde Baseball genutzt, um diese Länder kulturell einzunehmen. Eduardo Galeano, der großartige lateinamerikanische Autor, hat es auf den Punkt gebracht. Die Marines sind in Lateinamerika mit dem Gewehr über der einen und dem Baseballschläger auf der anderen Schulter einmarschiert. Ladies and gentlemen, please rise and remove your caps as we honor America. Meine Damen und Herren, zu Ehren aller Mitglieder der Streitkräfte in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ist bei jedem Heimspiel unserer Twins ein aktiver Soldat oder ein Veteran des Sternenbanner. Heute ist dies der 92-jährige Weltkriegsveteran Donald Rolfs aus Red Wing. Die Hymne beim Sport. Ein Ritual, das auch ich etliche Male erlebte. Und das hier kaum jemand anzweifelt. Schon gar nicht nach dem 11. September, als der Patriotismus noch mal zunahm. Amerika vergewissert sich seiner selbst. Der Sport, unverhohlen politisiert durch nationale Symbolik. Die Athleten aber sollen ihre Meinung im Umkleideraum lassen. Das Produkt Sport nicht mit politischen Themen beflecken. Da passt etwas nicht zusammen. Dabei ist doch der Sport schon lange zum Spielfeld der Politik geworden. Auch dank der Kraft der Bilder. Der First Pitch, der erste Wurf einer Saison. Eine präsidiale Tradition. Der berühmteste erste, 7 Wochen nach 9/11 von George W. Bush. Die Botschaft an das Land: Wir stehen zusammen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Können Sie mir das mit dem First Pitch erklären? Er ist auch aus Deutschland. Trump hat noch nicht geworfen. Diesen ersten Wurf, der Symbol ist. Ein kleiner Schritt zu größerer Einheit. Verzichtet Trump genau deswegen darauf? Sein Kalkül scheint mehr die Spaltung, das Bedienen der Wünsche und Ängste seiner Kernwählerschaft. Warum hat Trump noch nicht geworfen? Vermutlich, weil er den Ball nicht weit genug werfen kann. Er würde sich blamieren. Glauben Sie, deswegen hat er es noch nicht gemacht? Ich glaube, er hat Angst, vom Platz geboot zu werden. Bei Zustimmungswerten von 38-39%. Er würde ausgepfiffen, ausgebuht. Und das wird ihn wohl davon fernhalten. Intensity, tempers flaring. It must be Bristol. Bristol Motor Speedway in Bristol, Tennessee. It's the Bull Ring. Buhrufe wären das Letzte, vor dem Trump sich hier fürchten müsste. Beim NASCAR-Rennen in den Südstaaten. NASCAR. Die Rennserie ist hier viel bedeutender als die Formel 1. Die Fans sind weiß, patriotisch, unterstützen das Militär. Normalerweise stehen wir bei Wahlkampfveranstaltungen von Trump im ganzen Land. Aber die Rennfahrer mögen Trump und stimmen für ihn. Also bestimmt 80% von ihnen. Hier erzählt man gern, wie NASCAR entstanden sein soll. Aus Verfolgungsjagden. Illegale Schnapsbrenner in aufgemotzten Schlitten, die der Polizei entwischten. Man liebt die Freiheit und pflegt das Image des Gesetzlosen. Und den Patriotismus der Südstaaten. Wir stehen für die Flagge. Die hochbezahlten Athleten im Football nicht. Die scheren sich nicht um die, die ihnen die Freiheit gegeben haben. Die knien sich hin, weil sie sich unterdrückt fühlen. Aber sie sind nicht unterdrückt. Das sind Millionäre. Das ist respektlos. Sowas findest du hier nicht.
Gründet doch eine Stiftung und steckt eure Millionen da rein. Aber in deiner Freizeit. Findet Leute, die euer Anliegen unterstützen. Dagegen habe ich gar nichts. Aber gegen die Einstellung von denen. Sie unterstützen, dass Trump sich einmischt? Ja. Ich kann keine Politiker mehr sehen. Ich will, dass Geschäftsmänner unser Land führen. Die wissen, wie man Geld macht und werfen es nicht zum Fenster raus. Hat ein armer Mann dir jemals einen Job gegeben? Darum geht es in diesem Land. Jeder tickt hier gleich. Wir wollen das Rennen sehen und eine gute Zeit haben. Der Rest kann zur Hölle fahren. Keine Politik, nichts dergleichen. Deswegen ist Trump hier King. Auch Sponsoren wissen, wie die Fans beim NASCAR ticken. Es ist kein Zufall, dass die NRA, die nationale Waffenlobby, das Rennen sponsert. This is the NRA? Yeah. National Rifle Association. Yeah. Demonstrieren die Waffen hier Stärke? Oder signalisieren sie Angst, den Impuls, sich schützen zu müssen, Privilegien zu verteidigen? Er könnte dazu etwas sagen. Richard Childress ist Vizepräsident der NRA und Besitzer eines Rennstalls. Mit mir reden mag er nicht. Anders einer seiner Fahrer, der auch sein Enkel ist. Hi Austin, hi. I'm Johannes, I'm from Germany here. Nice to see you, man. Ask you a few questions. Yeah. Yeah. Hoffentlich können wir euch heute eine richtige Show bieten. Ja, ich glaube an das Recht auf freien Waffenbesitz. Ich trage selber eine Waffe. Und dass die NRA hier ist, ist Teil unseres Sports. Sie sind unser Partner. Weißt du, ja, ich glaube an den zweiten Verfassungszusatz, der freien Waffenbesitz garantiert. Bei dem Thema, ob man für die Fahne stehen soll oder nicht, interveniert ja Präsident Trump. Wie denken Sie darüber? Für mich ist die Hymne immer etwas Besonderes. Dazustehen mit der Hand auf meinem Herz, das liebe ich. Ich habe selber Kumpels im Militär, habe mit ihnen darüber geredet und weiß, wie viel ihnen die Hymne bedeutet. Wenn andere knien, ist das unpatriotisch? Dazu habe ich keine Meinung. Für die Fans hier löst Geld alle Probleme. Der Präsident als Businessman, Kohle machen als Staatsräson. Der Glaube daran, dass Reichtum, der oben erwirtschaftet wird, auch unten ankommt. Und das Geld der schwarzen Athleten löscht ihre Herkunft aus. Was sie geprägt hat, verliert seinen Wert. Die Reichgewordenen verlieren das Recht, Probleme zu benennen. Wieder zeigt sich die tiefe Kluft in der Gesellschaft. Und wie schwer es diesen Menschen fällt, sich in das Erleben der anderen hineinzuversetzen. Das gilt übrigens für beide Seiten. Welche Rolle spielt Identität und Hautfarbe im Sport? Am Institut für panafrikanische Studien der Uni in Louisville wird dazu geforscht und gelehrt. Ich erzähle Professor Ricky Jones von meinen Erlebnissen beim NASCAR-Rennen. Dieses Land ist anti-intellektuell. Dieses Land ist besessen von Unterhaltung. Und dieses Land hadert immer noch mit der Ursünde des Rassismus. Und wenn dort also gesagt wird, ich will davon nicht gestört werden, lass mich damit in Ruhe, sagen sie eigentlich, Rassismus ist mir egal, Polizeigewalt ist mir egal und unverhältnismäßige Inhaftierungen sind mir auch egal. Denn es betrifft mich und meine Kinder ja nicht in dem Maße, wie es diese anderen und deren Kinder betrifft. Die Unterschiede sind tatsächlich enorm, auch heute noch. Von 100.000 Schwarzen sind über 1.500 inhaftiert. Bei Weißen sind es nur knapp 300. Schwarze werden deutlich häufiger durch Polizisten getötet. Nur 13% der Bevölkerung sind schwarz. Darauf bezogen werden sie doppelt so häufig getötet wie Weiße. In jüngerer Zeit eher häufiger. Auch beim Geld ein klarer Unterschied.
das mittlere Einkommen schwarzer Haushalte in den USA etwa $30.000 pro Jahr, das der Weißen etwa $50.000. Wir kennen das Klischee, der Sport bringt uns alle zusammen, und verlangen das von den Athleten. Nein, eben nicht. Du gehst zum Basketball für 1-2 Stunden und das war's dann. Der Sport ändert nichts. Und deswegen gibt es diese heftigen Reaktionen gegenüber denen, die protestieren und das Narrativ der Diskussion ändern. Denn die Leute wollen sagen, nicht im Sport, da lasse ich mich betäuben. Das ist mein Wohlfühlort. Der Sport als bewusst geschaffene Wohlfühloase. Hat Jones recht, dann liegt es im Interesse dieses Konstrukts, dass Athleten nicht für Unruhe sorgen. Oder kurz, halt die Klappe und spiel. Hochtalentierte Athleten hierzulande werden doch seit ihrer Kindheit genau darauf reduziert, eben aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistungen im Sport. Sie werden zu Sportlern kultiviert, nicht zu Denkern. Sie werden erzogen, nicht zu denken. Sie werden depolitisiert und entfernen sich dadurch wie von selbst vom weißen Umfeld. Und auch von ihrem schwarzen Umfeld, weil sie anders behandelt werden. Sobald sie dann an einem großen College wie hier in Louisville spielen, werden sie zu geldgenerierenden Maschinen. Moderne Gladiatoren, die nicht darauf vorbereitet wurden, am sozialpolitischen Diskurs teilzunehmen. Matchup tonight. It's number 4 Louisville taking on number 10 North Carolina State. Am Abend besuche ich das Frauenbasketballteam der Uni von Louisville, eines der besten im Land, Titelaspirant. Beim Titelgewinn würde eigentlich eine besondere Ehrung warten. Heute wirst du Champion, morgen stehst du im Weißen Haus. Eine Tradition seit mehr als einem Jahrhundert. Viele Sportarten, viele Präsidenten. Bis Donald Trump. Er bricht mit der Tradition. Hat schon Teams wieder ausgeladen, die seine Politik und seinen Stil kritisierten. Er führe Krieg gegen diese Sportler, hatte mir Dave Zirin in Washington gesagt. Trumps Ehrengäste sind College-Teams aus dem Herzland, wo seine Wähler zu Hause sind. Oder Profis aus Sportarten mit mehrheitlich weißen Sportlern. Gerade am Basketball, mit seinen deutlich liberaleren Fans als im Football, arbeitet Trump sich gerne ab. Im Weißen Haus waren weder Profis noch College-Spieler, weder Männer noch Frauen. Die Frauen lässt der Präsident ohnehin häufiger außen vor. Eher abseits des Scheinwerferlichts haben Sportlerinnen schon früh und zahlreich für die Rechte von Minderheiten gekämpft. Trump scharf kritisiert. Dabei verdienen sie deutlich weniger, haben weniger Sicherheiten als die Männer. Wenn ihr den Titel holt, würdest du ins Weiße Haus gehen? Klar, das war schon immer mein Traum. Mir doch egal, wer der Präsident ist. Das hier ist auch die Heimatstadt Muhammad Alis, der größte Boxer aller Zeiten. Ein politischer Athlet. Mehr Anführer einer Bewegung. Eine Ikone, unbestritten. Als er noch boxte, war das anders. Seine Sprüche, seine Haltung, seine Religion, seine Hautfarbe. Er rief Hass hervor. Ali störte den Wohlfühlort. Mein Feind ist der weiße Mann, nicht der Vietcong. Du bist mein Gegner, wenn ich Freiheit will. Du bist mein Gegner, wenn ich Gerechtigkeit will. Du bist mein Gegner, wenn ich gleichberechtigt sein will. Du stehst nicht an meiner Seite hier in Amerika, wenn es um meine Religion geht. Und du willst, dass ich irgendwo hingehe, um für dich zu kämpfen. Nein! Er wollte nicht zur Armee gehen, weil er nicht im selben Restaurant essen durfte. Deswegen haben sie ihn aus dem Boxen geschmissen und ihm den Titel abgenommen. Weißt du, die Ungleichheit von damals, die gibt es immer noch in Amerika. Und deswegen ist es gut, dass sich diese Sportler dafür einsetzen. Ich glaube, sie sollten diese Verantwortung übernehmen, wenn sie auf der Bühne stehen, um klarzumachen, was hier los ist.
Ali, der Boxer, sprach viel. Colin Kaepernick, der Footballer, der alles auslöste, äußert sich mittlerweile nicht mehr. In Zeiten, in denen keiner genug reden kann, verstört er seine Gegner damit umso mehr. Sport soll doch zusammenschweißen. Die Leute wollen ihr Team oder ihren Star sehen. Aber in dem Moment, wo jemand wie der Präsident andere Dinge da reinbringt, entsteht Spaltung. Und diese Spaltung bleibt auch, wenn die Leute dann nach Hause gehen. Darum muss sich jemand kümmern. Nur wer? Während andere das Problem eher anheizen. Muhammad Ali war der Größte seiner Ära. Und selbst der eingefleischteste Kaepernick-Anhänger wird zugeben müssen, dass er es heute nicht mehr drauf hat. Und das ist der Grund, warum er sich hingekniet hat. Fox, das Lieblingsnetzwerk des Präsidenten. Ich bin auf dem Weg zu dem Kommentatoren aus dem Radio. Einem Star, der Millionen verdient und der auch eine Fernsehshow hat. Hey, how are you? It's good to see you. Welcome in. Thanks for having us. Meine Show ist oben. Ich bringe euch einfach hoch. Wenn es seinen Werbeeinnahmen helfen würde, würde er auch in seinen Shows die Hymne spielen, erzählt mir Clay Travis. In 30 Sekunden sind wir drauf. Und die Hand dabei aufs Herz legen. Nein, das falsche Team ist favorisiert. Und LeBron kann noch nicht mal einen Pass vernünftig einwerfen. Mit den Protesten während der Hymne aber hat er ein Problem. Mein Problem mit Kaepernick, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, ist, die Gründe für seine Proteste wurden doch schon angegangen, als Kaepernick anfing, sich hinzuknien. Als er anfing zu knien, war Obama Präsident, Loretta Lynch war Justizministerin. Ein schwarzer Mann und eine schwarze Frau waren also die zwei wichtigsten Menschen im Land. Und sie haben sich doch um diese Probleme gekümmert. Etwa, aber da sind wir jetzt tief in der Kaepernick-Argumentation, haben sie doch dafür gesorgt, dass Schüsse, die Polizisten abgegeben haben, besser aufgeklärt werden, wenn es Sorge gab, dass das vertuscht wurde. Und ehrlich gesagt hat sich Kaepernick ja auch nie wirklich in der Öffentlichkeit geäußert. Ich habe ihn in meine Radioshow auch schon eingeladen, denn ich würde mich gerne mit ihm eine Stunde hinsetzen und hören, wie er argumentiert. Wenn du dich über Politik äußerst, messe ich dich daran. Und echt, das ist ein hoher Anspruch, den du selber setzt. Dann musst du plötzlich in komplexen Zusammenhängen argumentieren. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Und Kaepernick hat bis jetzt nicht bewiesen, dass er diese Tiefenschärfe und dieses Niveau besitzt. Travis wird geliebt von den konservativen Fans, ist Hassfigur der Liberalen. Trägt er mit seiner Rhetorik zur Zerrissenheit im Land bei? Es gibt so viel Polarisation. Wenn du mittlerweile an etwas glaubst, glaubst du nicht nur daran, sondern automatisch auch daran, dass die andere Seite böse ist. Ich weiß nicht, ob es die sozialen Medien sind oder durch Fox, den rechten Sender, oder durch MSNBC, den linken Sender. Alles ist unglaublich in Lager gespalten. Aber genau in Zeiten dieser Lagerbildung brauchen wir eine nationale Sphäre in Amerika, in der nicht immer Streit herrscht, wo man jemanden feiert bei einem Treffer oder Touchdown. Und Sie haben doch auch in West Virginia gespielt. Und wenn Sie da jemand abgeklatscht hat, denkt er nicht an Ihre Identität, an Hautfarbe, Geschlecht oder Religion. Und ich habe große Sorge, dass wir solche Orte verlieren. Ein Professor hat mir gesagt, okay, du gehst zusammen zum Spiel, ja. Aber die Probleme in der Gesellschaft werden dadurch nicht adressiert. Es ändert sich nichts. Ist ein Argument, aber eins, dem ich nicht folge. Seit ich denken kann, ist es doch so, ob du ein Hausmeister bist oder ein Gehirnchirurg, du kannst in der Kantine an einem Tisch sitzen und von Mensch zu Mensch über Sport reden. Und dazu brauchst du keinen Doktortitel oder Juraabschluss. Wenn wir über Sport reden, sind wir alle gleich. Everybody's equal in the field of sports debate.
Am Grenzzaun in Tijuana. Hier soll einmal die Mauer stehen. Amerika unter Trump will sich schützen. Mr. President? Are you listening, Mr. President? Für ihn ist die Welt binär. Du bist drin und du bleibst draußen. Winner und Loser, Starke und Schwächlinge. Er klingt dann beinahe wie im Sport. Dort herrscht Klarheit. Eins oder Null. Treffer oder Fehlwurf. Sieg oder Niederlage. Für Grautöne, für Kompromisse hat er wenig Platz. Das Leben aber ist mehr als schwarz oder weiß, gut oder böse, als Amerikaner oder Migrant. Und diese Art der Rhetorik eine, die schmerzt. Auch einen, der in der ersten mexikanischen Liga spielt. Bei Cholos de Tijuana. Rubio Rubin ist Sohn eines Mexikaners. Und spielt bei Länderspielen für sein Land, die USA. Mexikaner und Schwarze werden in den USA ständig herabgesetzt. Aber wir müssen für unsere Rechte kämpfen und dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Für Latinos ist es in letzter Zeit schwer in den USA. Aber wir müssen weiter kämpfen und für unsere Rechte einstehen. Dann wird alles gut. Sie spielen ja für die Nationalmannschaft der USA und repräsentieren die Vereinigten Staaten und alles, wofür das Land steht. Gleichzeitig gibt es den Präsidenten mit seiner spaltenden Sprache. Was macht das mit Ihnen? Es wirkt sich total stark auf mich aus. Mein Vater arbeitet so hart für uns. Alles, was er uns gab, als wir jung waren. Und so war es auch bei meiner Mutter. Und wenn ich dann jemanden sehe und höre, der solche Sachen sagt und jeden wie Verbrecher behandelt, das ist falsch. Wenn jemand, der so viel Macht hat, so einen Unsinn redet, ist das einfach traurig. Es ist traurig, dass so jemand Präsident ist. Und ich fühle einfach, naja, ich will nicht schlecht von ihm sprechen. Die Zeit muss einfach zu Ende gehen. Und ich kämpfe weiter für unsere Rechte. Am Ende des Tages ist das alles, was ich machen kann. Ich meine, du kannst nicht kontrollieren, wer etwas sagen wird, nur dass du kämpfst. So ist es. Gib mir einen Ball und ich bin glücklich. Und sei es bloß für einen kurzen Moment. Ich bin 36, aber daran hat sich nie etwas geändert. Wenn Sport einen reinen Kern hat, muss er dort irgendwo liegen. In der Bewegung, im Berühren des Balls, im Flow, im Messen mit dem Gegner. Danach wird die Sache komplizierter. Aus dem Spiel wird ein Produkt. Aus der Faszination Kapital. Kulturelles, finanzielles, politisches. Und darum wird gestritten. Laut Soziologieprofessor Ben Carrington immer öfter und erbitterter. Die Verwertungskette des Sports und Donald Trump. Sie tragen gerade wenig dazu bei, die Mitte der Gesellschaft zu stärken. Die überhitzte Rhetorik macht eher die Radikalen, die lauten Ränder groß. Sport ist ja ohnehin Spektakel. Spektakel, weil die ganzen Kameras dazukommen, die Scheinwerfer. Und diese mediale Überhöhung verstärkt natürlich eine ohnehin leicht vorhandene Polarisierung, nochmal besonders in den USA. Und jetzt kommt dazu Donald Trump und man hat eine Hyperpolarisierung. Amerika hat eine zerrissene Gesellschaft. Zwischen Geschlechtern, zwischen sozialen Klassen. Auch geografisch. Und der Sport und insbesondere Kaepernick haben die Decke weggezogen, die versucht wird, über die Ungleichheit zu legen, die hier inhärent ist. Sport dagegen hat keine implizite Qualität. Er kann aber aufgeladen werden, um zu spalten oder zusammenzubringen. Viele sagen ja, der Sport sei aus sich heraus gut.
vermittle Werte und stärke den Charakter. Ich glaube, dass das falsch ist. Aber ebenso falsch ist die elitäre Kritik von links. Sport würde sich von sich heraus bereits entwerten, fördere Betrug und Korruption. Sport kann potenziell beides. Deshalb ist er auch so ein mächtiges Instrument in den Händen von Donald Trump, mit dem er es schafft, seine rechtskonservative Basis zu mobilisieren. Wird es ihm helfen, nächstes Jahr wiedergewählt zu werden? Ja, leider. Wenn er den Sport weiterhin zur Spaltung nutzt und damit Menschen mobilisiert, etwa mit seiner Rhetorik gegen schwarze Athleten, seinen Attacken, wenn er sie beschimpft. So spricht er große Teile der weißen Arbeiter- und Mittelschicht an. So fühlen die das nämlich auch. Auch sie wollen Amerika wieder groß machen, was aber tatsächlich ein Code ist. Sie sehnen sich in die guten alten Zeiten zurück. Und diese guten alten Zeiten waren die Zeiten von Rassentrennung und weißer Herrschaft. Trump spricht so also die Wähler an, die Angst haben, ihr Land würde sich komplett verändern. Und wenn der Sport ihm dabei hilft, wird er ihn immer wieder so einsetzen. Es ist also keine Überraschung, dass er die NBA Champions, ein hauptsächlich afroamerikanisches Team, nicht ins Weiße Haus bittet. Aber die Eishockeyspieler und NASCAR-Piloten dürfen kommen. In Trumps Denken kann ein weißer Europäer, der hier Eishockey spielt, ein größerer Patriot sein als ein schwarzer Amerikaner, der in der NBA spielt. Das zeigt, dass er Sport ohne Zweifel weiterhin zur Spaltung und damit zur Durchsetzung seiner politischen Agenda einsetzen wird. Wir werden sehen, wie das ausgeht, aber bisher war er damit sehr erfolgreich. Eine Reise durch die USA, auch zerrissen im Sport. Zu Beginn stand eine Erinnerung. Meine Idee, die nicht zündete. Mein zaghafter Protestversuch, damals 2003. Erstickt vom Gedanken an die mögliche Reaktion meines Trainers. Coach Beilein ist heute woanders als zu meiner Zeit. Trainiert in Michigan, eine der besten Mannschaften der USA. Viele Fragen bleiben nach dieser Reise. Diese kann ich noch klären. Wie hätte er denn reagiert? Damals. Weißt du, ich glaube, es hätte mich kein bisschen gestört. Ich hätte mich für dich eingesetzt und gesagt, dieser junge Mann glaubt an sein Land und weiß aber auch, dass die USA das Land der freien Meinungsäußerung ist. Natürlich, Gegenreaktionen hätte es schon gegeben, aber nicht durch mich. Probably would have been backlash somewhere around the way, but it wouldn't have been with me. Da war die Wahl zwischen Weltfrieden und ob ich spielen darf. Ich habe mich fürs Spielen entschieden. Du warst doch mein Stammspieler. Glaubst du wirklich, ich hätte irgendwas gemacht? Und wenn ich nicht Stammspieler gewesen wäre? Amerika bleibt geteilt in Rot und Blau. Schwarz und Weiß, in Gewinner und Verlierer. Klappe halten ist da keine Option. Aber spielen, spielen hat noch nie geschadet. Und dann müssen wir reden.